Emotion pur, die größte Seat-, Opel- und Honda-Autoshow im Raum Köln-Bonn. Autohaus Langer, direkt an der A3 in Lohmar. Übergabe der Mini-Straßenbahn an die ESVG. Am Freitag, den 01.08.2014, wurde der ESVG eine von der Familie Weiß selbst nachgebaute Straßenbahn übergeben. Zur Übergabe der Bahn hatte Bernd Lecrenier, der Geschäftsführer der ESVG, die Kinder des Kindergartens Spich-Kriegsdorfer Straße eingeladen. Diesen machte es einen großen Spaß, immer wieder ein- und auszusteigen, den Schaffner zu spielen, sowie auch dem Lokführer der ESVG, Hubert Funken, der sonst eine Lok mit 700 Pferdestärken lenkt, über die Schulter zu schauen. Dieser schätzte die Motorstärke der Mini-Straßenbahn auf zwischen 3 und 5 PS ein. Die Kleinbahn ist eine verkleinerte Ausgabe der Straßenbahn Siegburg-Zündorf, die dieses Jahr ihr 100. Jubiläum feierte. Wie die Mini-Straßenbahn weiter in Verwendung bleibt, berichtet Lecrenier, der Geschäftsführer der ESVG. Ja, wir freuen uns natürlich erstmal, dass wir überhaupt diese Bahn hier erwerben konnten, gerade im Jahr des 100-jährigen Jubiläums der Kleinbahn Siegburg-Zündorf, dass wir sie hier von der Familie Weiß bekommen haben als Nachfolgebetrieb und sie soll auch hier einen ehrwürdigen Platz erhalten. Sie soll hier im Foyer der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft stehen bleiben, dass man sie auch ständig besichtigen kann. Hier das Verwaltungsgebäude ist jederzeit zugänglich. Wir möchten sie auch nutzen, um zum Beispiel Kindern bei der Frühkindererziehung, Kinder aus dem Kindergarten, Vorschule und so weiter, die später mal mit unseren Bussen fahren, hier schon ein bisschen spielerisch darauf vorbereiten können, wie später mal so die Beförderung zur Schule stattfinden wird. Die Kleinbahn steht von nun an im Foyer der ESVG an der Steinstraße und ist für alle eine frei zugängliche Attraktion. Zu besonderen Anlässen soll diese sogar wieder fahren.